Ja, neben mir steht jetzt Maike Buschening-Kaffenberger. Hallo Maike, wie geht's dir? Hallo liebe Britta, mir geht es sehr, sehr gut. Du strahlst auch, du siehst echt klasse aus, muss ich echt sagen. Du strahlst richtig. Vielen Dank. Sag mal, Maike, du machst ja Brautmoden und bist jetzt hier bei der Boxveranstaltung. Wie passt das denn zusammen? Also ich muss dazu sagen, mein Vater hat früher geboxt und ich habe heute noch mal mit meiner Mutter gesprochen und sie hat es auch früher geliebt, am Ring zu sitzen. Sie konnte sogar schon Punkte zählen und mein Vater war Westfalenmeister und als die Kinder kamen, hat er aufgehört. Und jetzt muss ich sagen, die Leidenschaft ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob es über die Gene war, an meinen Sohn weitergegangen. Der boxt nämlich auch, beziehungsweise aktuell macht er Kickboxen. Und das ist natürlich eine Riesenfreude und für ihn gehe ich gerne hierher und schaue es mir an. Das heißt, dein Sohn wollte unbedingt hierher und hast gesagt, alles klar, wir kommen mit. Absolut, der ist absolut gerade auf dem Trip und möchte sich die ganzen Kämpfe ansehen. Ich meine, wir haben die Kontakte dahin und diesen Wunsch erfülle ich ihm und er geht da so drin auf. Und das ist halt so eine Eltern-Sohn-Geschichte, die wir so irgendwie teilen und die wahnsinnig schön ist. Und wie gefällt es dir hier auf der Veranstaltung? Die Veranstaltung ist ganz, ganz toll. Die Stimmung ist sensationell. Mein Sohn hat ganz glänzende Augen. Die ersten zwei Kämpfe, die wir gesehen haben, waren großartig. Also es war kein Showboxen, es war wirklich Boxen live und das ist toll. Und wann steigt dein Sohn in den Ring oder war er schon mal im Ring? Mein Sohn war noch nicht im Ring, er möchte es gerne. Vielleicht ist das auch so ein bisschen Therapie für mich, dass ich jetzt sehe, okay, mein eigener Sohn steht noch nicht da, aber der könnte auch mal wirklich ein paar vom Kopf kriegen. Das ist noch so ein bisschen ein unschöner Gedanke. Aber er hat auch gesagt, Mama, das kann mir auch auf der Straße passieren und das ist ein Sport. Und meine Entscheidung, und das muss man akzeptieren und ich möchte ihn unterstützen. Definitiv. Und welcher Kampf ist denn so dein Lieblingskampf oder auf welchen Kampf freust du dich denn am meisten? Natürlich auf den letzten Kampf. Ich meine, da geht es ums Ganze. Und letztendlich, ich glaube, also hier ist wirklich viel geboten, dass jeder Kampf auch etwas für sich hat. Das definitiv. Und hast du denn auch so einen Favorit, so einen Boxerkampf-Favorit, also jetzt außer Ali, außer der Letzte? Nee, habe ich nicht, sondern ich sehe das immer, wenn sie reinkommen. Ja, ich meine, springen tun sie am Anfang alle und sie hüpfen hin und her. Und eigentlich entscheidet sich ja ganz oft in der ersten Runde, wer die Führung übernimmt. Und das ist das, was ich bis jetzt gesehen habe. Und deswegen, ich entscheide das immer ganz individuell. Ja, sehr schön. Dann vielen Dank für das kleine Interview und dann wünschen wir dir hier noch ganz viel Spaß auf der Veranstaltung. Vielen Dank, liebe Britta, und auf ganz bald. Danke, dass ich dabei sein durfte.